Ja, hallo und herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour. Heute dann der zweite Teil unseres Rückblickes, Fazit, wie man es nennen will, der Balkan-Tour, speziell jetzt hier der Griechenland-Teil. Auch heute Klaus Alleinunterhalter, da tut der Sache aber keinen Abbruch. Conny kommt ja in den Filmszenen vor. Wie ihr im Laufe des Videos vielleicht erkennt, gibt es so ein paar kleine Veränderungen zum ersten Teil. Sowohl was den Schnitt, als auch so die Einblendungen und Effekte betrifft. Ich habe ja nun etwas mehr Zeit, mich in die Tiefen von Final Cut und von Motion einzuarbeiten. Und da wird auch immer in den nächsten Videos die ein oder andere Veränderung, Verbesserung erfolgen. Ich hoffe zum Guten und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn irgendwas ist, schreibt's mal in die Kommentare, wenn euch was erwartet oder irgendwas dabei ist, was hört. Beginnen wir an Connys Reisestartort. Sie ist ja nach Thessaloniki geflogen, da habe ich sie abgeholt und Connys Urlaub begann in Nea Podidaia und da fliegen wir aktuell gerade auch hin. Unsere ersten Tage verbrachten wir dann auf dem Oelia Camping. Das ist ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Platz mit einem wunderschönen, sehr sauberen Strand. In den netten Ort Nea Podidaia fuhren wir mit unseren Scootern, und zwar auf der Autobahn über den Kanal. Das ist legal, weil es gibt sonst keine andere Möglichkeit, darüber zu kommen. Nach vier traumhaft schönen Tagen machten wir uns dann auf einige Kilometer weiter Richtung Norden, auf der Suche nach einem Schiffswrack. Und das war dann auch noch an einem Traumstrand. Ach, hätten wir das alles so vorher gewusst, hier kann man ganz wunderbar freistehen. Das hätte uns gefallen. Und weiter geht die Reise. Nach den unzähligen Kurven geht es dann wieder ziemlich weit Richtung Süden ans Meer in den Fischerort Glyva. Wir finden dort einen Stellplatz direkt am Strand und schauen der Fähre zu, wie sie an- und ablegt. Abends dann fantastische Veranstaltung. Wir sind live beim Wahlkampf des Bürgermeisterkandidaten. Da war Stimmung. Nach einer kurzen Nacht wird übergesetzt mit der Fähre nach Euböa. Und wir sind über die Umweltschäden dort sehr betroffen. Das haben wir so in dieser Größenordnung nicht erwartet. Der nördliche Inselteil wurde
im letzten Jahr durch massive Waldbrände verheert. Und im Mittelteil haben vor 3 Wochen sinnflutartige Regenfälle ihre Spuren hinterlassen. Und den Stellplatz erreichen wir dann in einigermaßen gedrückter Stimmung. Also verlassen wir früher als eigentlich vorgesehen Eubea und fahren vorbei an Athen zur Vouliagmeni-Lagune. Dort ist ein Traumstellplatz. Und dann kommt, was kommen muss, weil es jedes Jahr kommt. Wir kommen an Nafplio wieder nicht vorbei und verbringen dort einen wunderschönen Tag. Schaut mal in unseren Videos, da sind mehrere über Gizion. Und da könnt ihr euch ein ausführlicheres Bild machen. Nächstes Etappenziel ist Gizio. Doch vorher geht es noch übers Gebirge und wir statten dem Moni-Kloster einen kurzen Besuch ab. Sehenswert, lohnenswert. Auf dieser Reise schaffen wir es endlich zum Dimitrios Schiffswrack. Das ist ein toller Spot und Zeit wird es auch. Denn das Teil sieht schon ziemlich zusammengefallen aus, das hält nicht mehr lange. Nach Gizio selbst fahren wir vom Camping Meltemi natürlich wieder mit den Scootern. Gizio ist ein sehr, sehr angenehmes Städtchen mit vielen preiswerten Tavernen, einer schönen Uferpromenade, einem kleinen Hafen. Super!
Tja, ein Besuch im byzantinischen Mystras blieb uns dieses Mal leider verwehrt. Wir konnten diese historische Stadt nur von außen anschauen. Na dann machen wir aus der Not halt eine Tugend und fahren gleich nach Fenikunda. Das ist einer unserer Lieblingsorte auf dem Peloponnes, da waren wir schon oft und schaut mal in unsere Videos, da findet ihr zwei, drei, die das Ganze auch beschreiben und mit schönen Bildern einfangen. Uns gefällt es dort und auf dem Camping Loza immer wieder gut. Anstrengende Wanderung erreichen wir die Polilimnio-Wasserfälle, quasi ein Geheimtipp und wunderschön versteckt gelegen. Ja, und danach stehen wir dann heute Nacht wieder mal frei am Strand und erleben einen dieser traumhaften Sonnenuntergänge. Oh. Es geht unverkennbar wieder der Heimat entgegen. Wir erreichen Patras und überqueren dort die Meerenge. Dieses Mal allerdings nicht über die relativ teure Brücke, sondern mit einer der subventionierten Fähren. Das ist billiger und macht auch noch mehr Spaß. Nicht weit davon finden wir unseren fast verlassenen Freistehplatz, direkt am wunderschönen Strand, und wir haben einen beeindruckenden Blick auf dieses schöne Brückenbauwerk. Tja, und dann sind wir auch schon in Igoumenitsa an der Fähre angekommen. Wir verlassen Griechenland Richtung Ancona, Italien. Schön war's. Nächsten Herbst kommen wir wieder. Versprochen. Thank you.
Eine Reise Richtung Norden von Italien aus geht für uns natürlich nicht ohne Besuch des Lago Maggiore, speziell der mondänen Stadt Locarno. Nicht ganz preiswert dort, aber immer ein Besuch wert, finden wir. Tolle Restaurants, schöne Bars am Seeufer und dann noch eine spontane Party und ein Campern auf dem Stellplatz. Was willst du mehr? Nun geht es dann aber endgültig nach Hause. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt gerne unserem Kanal, das freut uns und hilft uns ein wenig weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst mich überlegen, es geht an die Elbe. Also, bis denne!